Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch. Wir schauen uns hier in Spanien einmal genauer um, was uns dieses nette Haus hier zu erzählen hat. Und da hinten können wir hinlaufen. Wenn wir uns das hier angucken wollen, laufen wir da automatisch hin. Und ja, unterhalten wir uns doch erstmal mit dem freundlichen, netten Gärtner hier. Ich hoffe, dass der freundlich und nett ist. Hi, ist dies das Haus der Familie de Vasconcelos? Hallo. Wer will das wissen? Ich hatte das deutliche Gefühl, dieser alte Stinkstiefel würde Ärger machen. Ich heiße George Stobbart. Ich habe mich gefragt, ob... Das Haus ist nicht für den Publikumsverkehr geöffnet. Ist das hier das Haus der de Vasconcelos? Und was geht Sie das an, Senor? Hören Sie, ich möchte doch nur einmal mit dem Haushaltsvorstand sprechen. Es gibt hier keinen Haushalt. Nur die Gräfin und mich. Ja, aber die Gräfin ist dann doch bestimmt der Haushaltsvorstand. Naja, müssen wir da mal schauen, was du uns zu ihr zu sagen hast. Erzählen Sie mir doch etwas über die Gräfin de Vasconcelos. Sie empfängt keine Gäste. Das ist alles, was Sie wissen müssen. Sie wissen doch noch nicht einmal, worüber ich mich mit ihr unterhalten will. Sie hat ja wohl kaum in der Lotterie gewonnen, oder? Hat sie nicht? Nein. Nein, sie hat nicht in der Lotterie gewonnen. Ein etwas gewitzterer Mann hätte jetzt behaupten können, dass sie gewonnen habe. Oh ja, sicher. Hätte er was? Hätte er tun können. Und dieser gewitzterer Mann wäre dann vom Grundstück vertrieben worden. Die Gräfin spielt nicht in der Lotterie. Es wäre ja auch zu einfach. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wer will das wissen? Spekulieren Sie auf eine kleine Bestechung oder sowas? Es gibt nichts, was Sie mir bieten könnten, Senor. Außer dem Vergnügen Ihrer Abwesenheit. Der Typ schirmte die Gräfin offenbar vor der ganzen Welt ab. Aber warum? Ja, ich hoffe, das erzählt er uns. Okay, naja, wir sehen uns. Adios. Also nicht erzählt er uns, sondern werden wir noch herausfinden. Auf jeden Fall wird er das Haus hier wahrscheinlich blockieren, den Eingang. Deswegen schauen wir doch mal. Aha, ich wusste es doch. Wir können hier den Schlauch manipulieren und hier Blutdruckgerät. Da können wir das doch bestimmt abpressen, so den Wasserdruck. Na, was ist passiert? Ach, ist das schön, so dieser Regenbogen. Und weg ist er. Mein Schlauch hat aufgehört zu spritzen. Wirklich? Sieh, mein Schlauch hat noch nie aufgehört zu spritzen. Naja, tut mir leid, das zu hören. Es ist immer etwas traurig, wenn eine alte Tradition endet. Hatten Sie etwas damit zu tun? Nein. Ja, Sie. Also, ich bin schockiert. Ich bin zu Stein erstarrt. Wie können Sie so etwas nur denken? Ganz leicht, Senor, ganz leicht. Ich werde jetzt herausfinden, warum mein Schlauch aufgehört hat zu spritzen. Und dazu werde ich in das Haus gehen. Sie jedoch werden keinen Fuß in das Haus setzen. Denn wenn Sie das täten, würde ich ja die Hunde auf Sie hetzen. Hunde. Das klingt nicht gut. Aber was hat man so im Herrenhaus erwartet? Wir gehen trotzdem rein. Na ja, komm. Weil jetzt können wir das Haus ja betreten. Dahin. Mal eben schnell hier durch die Tür verschwinden. Oh, Hunde, eine Ritterrüstung. Ich weiß es, gut, natürlich, ich weiß, was ich hier zu tun habe. Wir müssen uns... Ich verstecke mich hinter der Rüstung und warte ab, was sich ergibt. Denn jetzt machen die Hunde Lärm, der Gärtner schaut nach. Hey, sieh da! Ich weiß, dass Sie da sind, Amerikaner! In Ordnung, ihr Hunde, ich komme!
Ja, jetzt haut er nämlich ab und wir können ganz schnell die Treppe hochlaufen. Das ist nämlich super. Haha, ausgetrickst. So sieht das aus hier. Und hoch die Treppe. Und dann müssten wir, wenn ich mich recht entsinne, schon bei der Gräfin sein. Ja. Super. Madre Dios, wer sind Sie? Ich heiße George Stobbart. Es tut mir leid, dass ich hier so reinplatze. Verlassen Sie sofort mein Haus. Sie sind hier unerwünscht. Bitte, hören Sie mir nur eine Minute zu. In Ordnung. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, Senor Stobbart. Es hat eine ganze Reihe von Morden gegeben. Sie sind Teil einer Verschwörung. Auf jeden Fall hat mich die Spur hierher geführt. Hierher? Hier gibt es nichts, was die Welt da draußen interessieren könnte. Vor mehr als 600 Jahren gab es aber etwas. Was soll das heißen? Diese ganze Angelegenheit ist irgendwie mit den Tempelrittern verknüpft. Die Tempelritter sind nur noch Staub. Sie hatten ein Geheimnis, das so wichtig war, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, es zu verbergen. Ich verstehe nicht ganz, was das mit meiner Familie zu tun hat. Ihre Familie hatte doch eine enge Verbindung zu den Tempelrittern, nicht wahr? Ich glaube, Sie haben hier irgendwo einen Hinweis versteckt. Warum sollte ich einem völlig Fremden vertrauen, der in mein Haus eindringt? Ich möchte mich ja nur umschauen, wenn ich nichts finde. Dann verbringen Sie die Nacht auf dem Polizeirevier. In Ordnung. Bitte, nehmen Sie Platz. Okay, das ist vernünftig. Aber sie hat ein Templerkreuz. Okay. Da hängen, das ist doch interessant. Dann hören wir mal an, was die nette Dame uns über die Tempel erzählt. Ich weiß, dass Ihre Familie etwas mit den Tempelrittern zu tun hat, aber ich weiß nicht genau was. Sie sollten lieber fragen, was meine Familie damit zu tun hatte, Senor Stoppard. Die Tempelritter haben vor Jahrhunderten aufgehört zu existieren. Und was die De Vasconcelos angeht, so wird dieser Familienname mit mir aussterben. Das tut mir leid. Kein Grund. Die ist ja nett. Ob wir der nachtrauern sollen? Okay, was immer passiert ist, es ist vor fast 700 Jahren passiert. Wenn also die Tempelritter irgendwelche Spuren hinterlassen haben, dann sind sie in Dingen zu finden, die aus dem frühen 14. Jahrhundert stammen. Offensichtlich. Also was gibt es hier, das aus dem frühen Mittelalter stammt? Frühes Mittelalter? Lassen Sie mich nachdenken. Naja, das Haus selbst ist relativ modern. Kaum 300 Jahre alt. Oh, natürlich. Die Schachfiguren. Diese Schachfiguren sind über 600 Jahre alt? Die müssen ja ein Vermögen wert sein. Allerdings. Nicht, dass ich mich von ihnen trennen würde. Natürlich. Nein, das würde ich auch nicht. Das ist die Art Erbe, die man an seine Kinder weitergibt. Autsch. Entschuldigung. Der Wert dürfte weit geringer sein, als Sie annehmen. Der Figurensatz ist nicht ganz vollständig. Eine der Figuren ist ein jüngeres Ersatzstück. Das Original ging vor langer Zeit verloren. Weiß denn niemand, wo es abgeblieben ist? Nein. Die Kinder hatten es, als sie verschleppt wurden. Kinder? Was für Kinder? Alles schön der Reihe nach, Senor. Da würde ich auch bitten. Darf ich die Schachfiguren untersuchen? Sicher. Aber bewegen Sie bitte keine davon. Okay, danke. Aus der Nähe fiel die neuere Figur auf wie ein kaputter Finger. Noch etwas anderes war komisch an den Figuren. Alle Originale hatten unregelmäßige Fußstücke. Oh, hallo, Onkel. Herrin, ich muss euch warnen. Da ist ein... Sie! Ich werde Sie an die Hunde verfüttern! Lopez, was habe ich Ihnen gesagt wegen dem Verfüttern von Eindringlingen an die Hunde? Aber, edle Herrin... Niemals ohne meine Erlaubnis. Nett. Senor Stoppard, wenn ich das Gefühl bekomme, dass Sie meine Zeit verschwenden, werden Sie an die Hunde verfüttert. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas Interessantes zeigen. Ja, auf jeden Fall. Die wird mir immer sympathischer, die nette alte Dame. So
hat das Rentenzeitalter auszusehen. Lopez, schließen Sie die Türe auf, por favor. Das ist das einzige erhaltene Gebäude auf dem Grundstück, das noch aus der Zeit der Tempelritter stammt. Nett. Was ist das? Ein Sommerhaus? Ein Mausoleum, Senior Stoppard. Oh. Kommen Sie mit? Einer alten Dame, die griesgrämig ist und uns an die Hütte verwandern will. Hey, Senor! Ja? Ich weiß nicht, was Sie meiner Herrin erzählt haben, damit sie Ihnen diese ganzen Gefallen tut, aber ich traue Ihnen nicht. Sie haben keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Kommen Sie nicht rein? Nein. Die Toten interessieren mich nicht. Mein Garten ist etwas Lebendiges. Da können Sie mich finden. Ja, in einem Mausoleum folgen. Ah, ob das so eine gute Idee ist, wer weiß, wer weiß. Ich wäre ja misstrauisch. Wow, das ist alt. Das Mausoleum wurde im 13. Jahrhundert als letzte Ruhestatt für die Templer der De Vasconcellos errichtet. Es ist gut gepflegt. Das hier sind meine Vorfahren. Und sie verdienen Respekt. Ich komme mindestens einmal pro Woche her, um ein Gebet für sie zu sprechen. Darf ich mich etwas umsehen? Aber natürlich. So, was haben wir denn hier? Da können wir irgendwas machen. Das ist das Fenster zu anscheinend. Schauen wir uns erstmal die Bibel an hier, oder was ist das? Als ich die Bibel entferne, sehe ich ein Muster auf der Ablagefläche des Kultes. Hey, das ist ein Schachbrett. Na, gucken wir uns das auch nochmal an. Aus der Nähe kann ich ein Muster aus eingelegten Glaswürfeln sehen. Über einem Schachbrettmuster. Einige der Vierecke haben ausgefranste Löcher in der Mitte. Okay. Ich werde doch hier nicht anfangen, Sarkophagdeckel hochzustemmen, während die Gräfin daneben steht. Nee, du sollst ja gucken, wer da drinnen liegt. Naja, egal. Aus der Nähe kann ich ein Muster aus eingelegten über einem Schacht. Einige der vier. Ist ja gut. Was ist das hier? Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg. Ach so, das ist so ein Kerzenlöscher anscheinend für da oben. Darf ich Sie etwas fragen? Bitte, fragen Sie. Sie kennen aber Ihre Geschichte gut. Was halten Sie von den Tempelrittern, Senior Stoppard? Die Templer? Sie scheinen nicht schlimmer gewesen zu sein als eine Menge anderer Ritterorden. Sie irren sich. Verglichen mit den intriganten Politikern der Hospitaller und den barbarischen Teutonen, waren die Tempelritter die Verkörperung der Ritterlichkeit. Dieser widerliche französische Geldraffer von König und sein männchenmachender Papst haben ein großes Unrecht begangen. Aufgrund einer Laune dieses selbstsüchtigen Tyrannen ruht auf meiner Familie ein Fluch. Das ist doch alles so lange her. Es gibt Sachen, die sterben nie. Ungerechtigkeit gehört auch dazu. Ja, das mag sein. Wer genau sind denn diese Leute? Meine Vorfahren. Die fünf Männer waren alle Mitglieder der Tempelritter. Fünf Vorfahren bei den Templern? Sie müssen sehr stolz auf sie sein. Nicht nur fünf. Sechs. Wo ist der sechste Ritter? Wir wissen es nicht. Einer ihrer Vorfahren ist verschollen? Das ist eine Familienangelegenheit. Das kann ja wohl nicht wichtig für sie sein. Sie ist aber verbunden mit dem Fluch der Familie der De Vasconcellos, oder? Ja, allerdings. Doch ich hoffe, Sie respektieren meinen Wunsch, nicht darüber zu reden. Okay, lass uns das. Na gut, Thema sowas sollte man dann auch respektieren. Obwohl mich das auch interessieren würde. Ein bisschen Historie hier wäre nochmal nicht schlecht gewesen. Aber sprechen wir doch mal auf das Schachbrett hier an. Was ist mit dem gläsernen Schachbrett? Gibt es dazu auch eine Geschichte? Gläsernes Schachbrett? Ach, das Muster auf dem Stehpult. Das dürfte reine Dekoration sein, vermute ich. Da fehlen Glasstücke. Das war schon immer so, seit ich ein Kind war. Noch mehr? Die Löcher im Glas sehen aber verteufelt nach Absicht aus. Nein, das ist lächerlich. Welche Bedeutung könnten sie schon haben? Sie sind Teil eines Schachbrettes und die Lücken sind für... Senior Stoppard, Sie meinen doch nicht... Dieser Ort wurde für die Templer gebaut und ihre Schachfiguren stammen aus der Zeit der Templer. Das bringt einen doch ans Grübeln, oder? Lass uns doch eine spielen. Das hier muss es sein. Hierauf verweist die Handschrift. Das ist umwerfend.
Na, lass uns eine Runde Schach spielen hier. Darf ich das so verstehen, dass die Templer hier ein Rätsel hinterlassen haben? Und dass wir die ganzen Jahrhunderte nicht mal gemerkt haben, dass es dieses Rätsel überhaupt gibt? Es ist wundervoll zuzuschauen, wie sich die Gräfin vor meinen Augen verwandelt. Nun gut. Keine Zeit für ein längeres Bad in Selbstmitleid. Was? Senior Stobart? Dieses Mysterium hat lange, sehr lange überdauert. Aber es endet hier. Auf jeden Fall. Darum kümmern wir uns. All die Jahre des Fatalismus fielen einfach von ihr ab. Wo läuft sie denn jetzt hin? Lopez? Lopez! Legen Sie den Schlauch weg und hören Sie mir zu. Gehen Sie zum Haus und holen Sie meine Schachfiguren. Ja, die alten Schachfiguren. Ach, zum Teufel mit dem Spiel. Los jetzt, schnell. Mal gucken, wie schnell der ist. Ob der mit Expresslieferung hier angerannt kommt. Oh, das ist aufregend, was? Erwarten Sie nicht zu viel, das könnte genauso gut eine Sackgasse sein. Oh, daran glaube ich keine Sekunde lang. Es ist schön, Sie so glücklich zu sehen. Glücklich? Ja, wissen Sie, ich glaube, das bin ich wirklich. So, wie lange braucht er denn noch? Wir reden noch mal ein bisschen. Während wir warten, könnten Sie mir doch eigentlich erzählen, was hier wirklich passiert ist. Ich meine mit dem Fluch und so. Es fing alles zu der Zeit an, als der Orden der Tempelritter zerschlagen wurde. Don Carlos hatte den Orden bereits verlassen, um ein Gelehrter zu werden. Don Carlos? Ist das der Kerl, der verschollen ging? Sie. Aber er hatte seine Rechnung ohne den Bischof dieses Bistums gemacht. Er neidete uns, unser Land, und beschloss, das päpstliche Edikt als Vorwand zu benutzen, um uns zu vernichten. Don Carlos befand sich gerade auf einer seiner Forschungsreisen, als die Inquisition kam. Als Don Carlos zurückkehrte, fand er seinen getreuen Diener ermordet vor. Seine Kinder waren verschwunden. Sie haben die Kinder mitgenommen, warum? Das werden wir wohl nie erfahren. Der Bischof leugnete, irgendetwas über das Verschwinden der Kinder zu wissen. Aber Zeugen haben gesehen, wie seine Männer den Diener töteten, in dessen Obhut Don Carlos sie zurückgelassen hatte. Was geschah mit Don Carlos? Er legte einen heiligen Schwur ab, seine Kinder wiederzufinden, selbst wenn er bis zum Rand der Welt gehen müsse. Er legte seine Rüstung an, gürtete Schwert und Schild und tritt alleine hinaus. Niemand hat ihn je wieder gesehen. Interessant. Ah, Lopez. Haben Sie die Figuren? Sie, Signora, wie Sie befohlen haben. Por favor, Señor Stoppard. Wären Sie wohl so freundlich? Aber, Signora... Beruhigen Sie sich, Lopez. Ich glaube, Señor Stoppard handelt aus ehrenwerten Motiven. Sehr wohl, Signora. Jo, wir sind da mal so frei. eBay wartet schon, oder wie war das? Meine Herrin scheint euch zu vertrauen. Aber sie nicht. Nein, Señor. Na, ist ja egal, dass er uns nicht vertraut, solange die Gräfin uns vertraut. Das ist ja auch wichtiger. Die hat das Sagen. Es passt, Señor Stoppard. Es passt. Schnell finde ich heraus, welche Figuren in welche Löcher gehören. So, ja, okay. Das ist ein kleines Rätsel, oder? Was bist du? Du bist... Auf gar keinen Fall. Das ist keine gute Idee. Vielleicht doch nicht. Das ist keine gute Idee. Ja. Nein. Ja, wie muss ich die denn hinlegen? Nein. Das sieht aus wie der König. Okay. Das ist keine gute Idee. So, jetzt packen wir den erstmal hoch. Vielleicht doch nicht. So. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe, aber ich habe es richtig getan. Senior Stoppard, schauen Sie. Was ist denn das?
Das ist doch nicht etwa der Heilige Gral, oder? Unsinn, Senor Stoppard. Das ist der Kommunionskelch der Familie de Vasconcellos. Er wird seit fast 700 Jahren vermisst. Wow. Und? Greifen Sie zu. Ich kann das hier einfach nicht glauben. Oh, machen Sie schon. Leben Sie mal ein bisschen. Sind Sie sicher? Das hier ist der Moment Ihres Triumphes, Senor Stoppard. Sicher bin ich sicher. Na los. Dass möglicherweise tödliche Fallen eingebaut sein könnten, daran habe ich in diesem Moment überhaupt nicht gedacht. Nein, überhaupt nicht. Falltür auf. Oh, schön. Somit ist der Fluch der de Vasconcellos aufgehoben. Oh nein, die Gräfin war aufgeregt, als sie den verlorenen Kelch fand. Aber das Rätsel um den verschwundenen Ritter ist immer noch ungelöst. Nun, das kannst du jetzt vergessen und erstmal das Geheimnis der Templer lüften. Oh, ehrlich gesagt, ich habe der Gräfin versprochen, Don Carlos zu finden. Super. Du hast was? Ich kann alles erklären. Du hast nichts Besseres zu tun, als einen verstaubten alten spanischen Aristokraten zu suchen? Die Gräfin hat mir den Kelch und die Suche nach dem Grab ihres Vorfahren anvertraut. Du bist genauso verrückt wie sie. Hast du nicht schon genug Probleme? Khan und die Templer? Es ist ein Teil des Ganzen. Der Kelch ist wichtig, das weiß ich. Die Schriftrolle hat uns auf den Ritter hingewiesen und ich muss ihn finden. Was dann? Weiß nicht, aber wenn der Ritter und der Kelch zusammengeführt sind, vielleicht weiß ich es dann. Ja, super. Was machen wir jetzt als nächstes? Abhauen. Meinst du, ich sollte nach Marib gehen? Es ist ein weiter Weg nach Syrien, George. Ja. Da werden wir aber hingehen. Nach Syrien. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge tun. Hier beende ich die Aufnahme erstmal. Und bis dahin, gehabt euch wohl.